Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Grobi. Ja, bei mir ist momentan nicht so viel los mit Basteln und so. Einkaufen wollte ich ja eigentlich auch nichts mehr, aber ich habe einen ganz, ganz kleinen Mini-Haul für euch. Ich habe mir ein bisschen was gekauft. Und zwar war mein Stempelkissen alle, mein schwarzes. Und ich hatte die hier vom Teddy für 75 Cent, das schwarze. Da war ich vollends begeistert von. Auch wenn ich damit stempel, kann ich die Stempel auch mit den Aquarellbuntstiften ausmalen. Also ich kann damit Wasser drüber gehen und die verwischen nicht. Und da habe ich noch diese schöne Farbe gesehen. Steht es drauf, was das ist? Wenn man eine Brille hätte, könnte man es vielleicht lesen. Steht da eine Farbe drauf? Nö. Steht nicht drauf. Also einmal in Schwarz und einmal in so einem rosa Beereton. Kostet nur 75 Cent und also die kann ich wirklich empfehlen. Die beiden habe ich mir gekauft. Und dann habe ich die Ausstechform mitgenommen. Auch für 75 Cent. Das war der 75 Cent Tag beim Teddy oder so. Und zwar habe ich mir überlegt, mit dieser lufttrocknenden Modelliermasse, habe ich mir gedacht, mache ich mir ein paar Osteranhänger. Und zwar rolle ich das aus, steche das in der Form aus. Das hat ja so ein bisschen was von Briefmarken in verschiedenen Größen. Und dann mache ich mit dem Stempel da so ein bisschen Muster rein. Mit so einem Musterstempel, dass es so ein bisschen aussieht wie Spitze oder so. So war die Idee. Schauen wir mal. Dann habe ich mir in China mal diese kleinen Haken gekauft, diese Karabiner, diese kleinen, für meine Engelchen. Mal gucken, wie die sind aus China. Habe ich über eBay gekauft, ich weiß nicht mehr genau wo, weil da gibt es ja so viele Shops. Ja. Bin ich mal gespannt, wie die sind. Die habe ich mir gekauft. Und dann habe ich mir in China auch noch zweimal Stempel bestellt. Und zwar einmal diesen hier. Mit so ein bisschen Sprüchen habe ich was gebraucht. Oh, happy day. Love is a smile that bursts. So very special. Thank you. Do more of what makes you happy. Life is perfect. I love you. Ja. Ich habe mir gedacht, so für die Scrapbooks oder so, die kleinen Mini-Alben, dann hat man immer mal so was, was man da so als Embellishment stempeln kann. Und den hier noch, kann man gar nicht richtig lesen, was da alles draufsteht. Schauen wir mal. Er geht nicht raus. Doch. So, und zwar haben wir All things grow with love. May the memories of today last at lifetime. Handcrafted with love. Happy birthday. The urn love loved is flowers. Okay, mein Englisch ist not so gut, wa? Take time to stop and smell the flowers. April showers brings my flowers. And flowers whisper what birds cannot say. Mir gut gefallen. Auch so Sprüche, die man wirklich mal in so einem Mini-Album verwenden kann. Oder? Habe ich auch über eBay gekauft, irgendwo in so einem China-Shop. Das ist ja dann immer ewig unterwegs und wenn man es dann kriegt, weiß man gar nicht mehr, wo man es bestellt hat. Also wenn ich es finde, verlinke ich euch den Shop von denen und von denen.
Dann habe ich mir beim Roller, wo ich Stoff gekauft habe, hier diese Sicherheitsnadeln mitgenommen. 10 Euro. 75 Stück. Weil ich habe überlegt, an meine Projekttaschen habe ich mir hier so eine kleine Dinger gemacht. Made with Love. Und das will ich dann mit einer Kordel und einer Sicherheitsnadel an diesen Projekttaschen befestigen. Wenn die dann jemand bei mir kauft oder so, dann finde ich, das ist irgendwie immer ganz niedlich, wenn es so verpackt wird. Deswegen brauche ich auch noch Sicherheitsnadeln. So, dann habe ich mir bei Amazon für 3,40 Euro diesen Teestempel gekauft, denn um den schleiche ich schon die ganze Zeit immer rum. Bei einer Tasse Tee kannst du den Lärm der Welt vergessen. Oder Tee ist Ruhe und nicht Eile. Aufgießen und genießen. Das kann man so schön hier in diesen Teebeutel reinstempeln. Für so eine Teeverpackung, wo man dann 6 verschiedene Teesorten reinmacht oder so. Das verschenke ich immer ganz gerne. Oder als kleines Mitbringsel. Ja, da gibt es noch so einen anderen mit so einer Teekanne und so. Aber jetzt war erstmal der. Und ich habe mir hier doppelseitiges Klebeband extra stark in so ganz klein gekauft. Auch für meine Mini-Alben kostet die Rolle 3,60 Euro. Da sind 10 Meter drauf. Also ich bin mal gespannt bis jetzt, weil ich habe ja immer nur das vom Action oder vom Teddy gehabt. Und das Klebeband, wenn das irgendwie, wenn meine Alben dann hier so ein halbes Jahr gelegen haben, dann waren die trocken, diese Klebebänder, und haben überhaupt nicht mehr geklebt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist. Die Firma kenne ich auch überhaupt nicht, habe ich noch nie gehört. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Wenn ja, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie das ist. Weil da bin ich echt mal gespannt, was ihr da so vielleicht für Erfahrungen mitgemacht habt. Das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Da habe ich auch mal so diese ganzen Links reingemacht. Meine ganzen Sachen, Bastelsachen und so, was ich momentan so im letzten halben Jahr mal bei Amazon bestellt habe. Ach, und ich habe noch was bei Amazon bestellt. Schnell mal holen. Und zwar diesen Bordürenstanzer von Raya. Mit solchen Dings. Ich habe den nur mit den Herzchen. Und die Herzchen sind immer verkehrt rum und das ärgert mich immer ein bisschen. Und ich denke mal, der... Ich glaube, der ist unten offen. Moment. Also er geht ganz einfach. Und macht ein schönes Muster. Also das ist wirklich... Also ist schlicht und einfach und trotzdem ist es irgendwie schön. Was hat der gekostet? Den kann man auch rausmachen. Okay. Weiß ich nicht. Steht unten in der Infobox auf jeden Fall. Ja. Habe ich mir gedacht, muss ich mir mal... Ich wollte ja nichts mehr einkaufen, aber es sind dann immer so Sachen, die man unbedingt braucht. Wie sowas. Sind zwar nur 75 Cent, aber 75 Cent hier und 75 Cent da, da kommt dann schon was zusammen. Ja, und da ich ja immer noch im Krankengeld bin, muss ich ein bisschen sparen, muss ich meine Kröten ein bisschen zusammenhalten. Ich habe mich jetzt in 2 Kliniken angemeldet und auf die Warteliste schreiben lassen. Die haben einfach kein Bett für mich. Jetzt habe ich mich in Steglitz, in Berlin-Steglitz angemeldet, in Benjamin Franklin, in der Charité. Und in... Teupitz. Die haben auch so eine Abteilung für Psychosomatik. Ja, bin ich ja mal gespannt. Jetzt wird das Wetter draußen schön und ich soll ins Krankenhaus. Aber ich will ja auch, dass mir schnell geholfen wird. Die Ärzte haben alle gesagt, wenn das nicht schnell genug behandelt wird, dann kann es sein, dass sich das festsetzt und ich nie wieder richtig laufen kann. Da kriege ich natürlich schon ein bisschen Panik. So, genug rumgeheult. Mal wieder was, ein Lebenszeichen von mir. Nicht so viel, aber ich will momentan auch irgendwie, weiß ich nicht, ich nähe momentan ein bisschen an meinen Projekttaschen.
Habe mal wieder eine Probe genäht mit Reißverschluss. Die hat mir nicht so gut gefallen. Da werde ich jetzt hier irgendwie überall so Abschnittmuster erstellen. Und jetzt habe ich das ein bisschen kleiner gemacht. Mit Blut habe ich mich gepiekt. Ja. Dann für Taschen für Nadelspiel. Ja, so soll das dann aussehen. Eine Tasche hier oben mit Reißverschluss, eine Applikation noch, eine Tasche, Boden. Ah ja, da bin ich noch ein bisschen dran am Arbeiten. Okay. So, dann will ich euch gar nicht länger von dem schönen Wetter abhalten. Geht raus, genießt die Sonne, morgen soll es wieder schlechter werden. Und das war es erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Grobi.